Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Hexenkessel von Morlock Dilemma und Brank Sinatra in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Vinyl, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Hexenkessel von Morlock Dilemma und Brank Sinatra. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier eine schwarz-pinke Oberfläche, also das Cover hier in seinem schwarz-pink gehalten. Hier oben lesen wir Mofo Airlines, das ist das Label von Morlock Dilemma, präsentiert Brank Sinatra und Morlock Dilemma. Und dann haben wir hier die beiden Herrschaften, links Morlock Dilemma und rechts den Produzenten Brank Sinatra. Und darunter haben wir dann so diverse Personen abgebildet, die mehr oder weniger auf diesem Album dann charakterisiert werden oder vorkommen, mitspielen, wie auch immer. Sieht rein von der Optik her sehr nach Film Noir aus, also erinnert echt so an so alte Detektivfilme oder Serien. Und hier haben wir dann auch noch in dieser US-Kino-Optik dann den Albumtitel, also EP Part 1 und Part 2. Hexenkessel setzt sich aus zwei Teilen zusammen. Und dann haben wir hier noch als Features, in dem Fall Co-Staring, Karate Andy, Hiob, MC Bomber, Audio 88 und Yesin. Also das sind die Features auf dem Album. Dann haben wir hier unten noch Stereo und 33 1 Drittel RPM stehen. Also das sind die Angaben der Vinyl. Dann haben wir hier auch nochmal Interpreten plus Titel. Und auf der Rückseite, auch sehr spannend, haben wir dann die Tracklist. Und zwar haben wir eben Part 1 und Part 2. Insgesamt haben wir auf diesem Album 22 Tracks. Wir haben nämlich 11 Tracks auf dem ersten Part und dann nochmal 11 Tracks auf dem zweiten Part. Diese in zwei Vinyls untergliedert, also erste Vinyl A- und B-Seite, zweite Vinyl C- und D-Seite, klassisch. Und dann haben wir hier noch die Credits und einen Barcode. Gut, ansonsten hier eine knapp bekleidete junge Dame, sieht so nach Playboy Bunny aus, hier auch mit den Hasen auf dem Kopf aufgesetzt. Und auch im Hintergrund haben wir hier so diverse Retro-Anzeigen oder so Pin-Up-Werbung. Das lesen wir hier, also zieht sich irgendwie alles so durch um dieses eine Thema, irgendwie um knapp bekleidete Damen. So sieht das aus. Und dann haben wir von innen ebenfalls wieder diese schwarz-pink Optik. Und dann auch hier wieder in dieser klassischen Film-Noir-Optik diverse Menschen, diverse Personen und hier dann auch nochmal Morlock Dilemma. Also hier die unterschiedlichen Personen, die auf diesem Album stattfinden. Vom Artwork sehr gelungen, finde ich. Klare Linie und diese echt durchgezogen. Das Ganze kommt in einem Gatefold und dann haben wir hier auf der ersten Seite Nummer 1, also die erste Vinyl. Die sieht dann so aus, kommt in einer weißen Papierhülle, wie man das kennt. Und dann haben wir hier Vinyl Nummer 1, was lesen wir hier? Hexenkessel EP Part 1. Dann haben wir hier die 5 Tracks der A-Seite aufgelistet. Rückseite in diesem Fall dann in Pink gestaltet, Part 1. Hier haben wir dann auf der B-Seite die restlichen 6 Tracks. Damit kommen wir eben bei Part 1 auf insgesamt 11 Tracks. Dann machen wir diese Vinyl mal wieder hinein in die Hülle. So. Und dann haben wir auf der zweiten Seite das zweite Fach und hier dann ebenfalls eine Vinyl in Papierhülle drin. Und so sieht das dann aus. Wir haben hier dann Part 2 stehen, in dem Fall dann C-Seite mit 5 Tracks und auf der Rückseite natürlich wieder Pink, die D-Seite mit wiederum 6 Tracks. Also wie gesagt, insgesamt 22 Tracks auf zwei Vinyls verteilt, A, B, C und D-Seite. Und das kommt dann in diesen weißen Papierhüllen. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles darin befindet. Wir erhalten hier diese beiden Vinyls, A, B, C und D-Seite mit insgesamt 22 Tracks. Das alles in dieser wunderbaren
Vinyl Edition von Brank Sinatra und Morlock Dilemma Hexenkessel EP 1 und 2. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Vinyl? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Brank Sinatra und Morlock Dilemma unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute, bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.